Gabriela Kaspersky ist die Gewinnerin vom Krimi-Preis 2020. Ganz herzliche Gratulation, Preis von der Jury. Ich freue mich fürs Buch, weil es ist ein sperriges Thema, es ist kein einfaches Thema und ich habe mich selber mutig gefühlt, das zu nehmen für einen Krimi. Aber ich bedanke mich vor allem bei der Jury, wo nämlich seit dem zweiten Band muss meine Schneidermeier lesen. Und ich weiss noch, der zweite war 700 Seiten lang. Und wer mich kennt, weiss, ich neige zum viel Schreiben. Und die Jury ist mit mir gewachsen über die Jahre. Und dass ihr jetzt da, ich gebe mir jedes Mal Mühe, weniger Figuren, besser verweben, dass es mir wirklich daraus kommt und dass es jetzt irgendwie gelungen ist, das freut mich jetzt unglaublich. Das würde ich sagen, ja, ganz genau. Öffnete Instagram. Die Likes wurden mehr. Der Hashtag Eschersfall erzielte eine große Reichweite. Die Fotomontage der Alfred-Escher-Statue war Bastians Idee gewesen. Der abgeschlagene Kopf, die blutrote Farbe, das generierte Aufmerksamkeit. Sei es drum, dachte Andrea. Nur wenn die Leute hinschauten, würden sie verstehen, dass das Vermögen von reichen Zürcher Familien eine Herkunft hatte. Dass Menschen dafür ausgebeutet worden waren. Es geht um die koloniale Spur in Zürich und die Verwicklung von Zürcher Familien in Kolonialismus. Und um das, wie die dunkle Zeit bis heute zumindest die Gesellschaft hineinwirkt und man es auch noch überall wahrnehmen kann. Das Zürich-Flair zieht sich durch alles durch und ist auch sehr geschickt mit dieser Handlung verwoben, so als wäre man selber mit dir dabei. Also man läuft mit dir auch irgendwie neu durch Zürich. Und es ist wirklich so, dass man gerade die eigene Stadt mit einem anderen Blick sieht. Der Krimi ist so dicht und vielseitig, dass es sich eigentlich problemlos in eine mehrteilige Netflix-Serie lässt umsetzen. Ohne Krimi tut sie mir leider nicht. Und es brennt die ganze Nacht das Licht.